210,5, 208,5 Meter geflogen ist. Und der wird sich sagen, sicher ist sicher, über 200 Meter sollte ich gehen. Ja, geht er auch. Der hat auch gute Verhältnisse im Hang. Jetzt wird er nochmal wegsteigen. Ja, das macht er auch. Also, der 29-jährige Kamil Stoch. Seine Bestleistung, die ist natürlich noch ein Stückchen weiter weg. 232,5. Ja, da oben auch ein bisschen spät dran, allerdings ist das auch extrem schwer zu timen. Also so schwer, 105 km/h Anlaufgeschwindigkeit ist auch für eine Flugschanze recht schnell. Was mir auffällt, ist, dass viele Athleten unten drin wirklich ein Problem haben, da eine Landung zu setzen und dann teilweise